Hallo ihr lieben Leseratten und herzlich willkommen zu dieser neuen Buchvorstellung. Diesmal soll es gehen um Wüstenblume von Warris Deary. Hier auch der Film dazu, den habe ich schon länger da. Den habe ich glaube ich mal geschenkt bekommen von meiner Mutter. Und ja, das Buch habe ich zufällig gefunden bei einem Bibliotheksverkauf. Das lag da rum und ich konnte es nicht liegen lassen, obwohl ich mir nicht sicher war, ob ich es wirklich mitnehmen soll, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie kein gutes Gefühl dabei, als ich das Buch mitgenommen habe. Aber ich kann nicht genau sagen, woran es lag, bin ich ganz ehrlich. Ich würde sagen, es liegt einfach daran, dass mir jetzt diese Auflage des Buchs nicht unbedingt gefällt. Ich weiß gar nicht, ob es eine andere Auflage gibt. Also ich finde, okay, es ist sehr schmucklos, was ich eigentlich bei Buchcovern mag. Aber irgendwie hat es mir jetzt nicht so zugesagt. Ich habe es nur wegen dem Titel mitgenommen. Und weil ich ja ungefähr schon wusste, was da auf mich zukommt, wenn ich das lesen sollte. Ich habe auch sehr lange mit mir gerungen, ob es mit auf den Buchstapel kommt oder ob ich es privat lesen soll. Habe mich dann aber doch dafür entschieden, dass ich euch meine Eindrücke dann doch mitteile. Ja, und jetzt habe ich es eben auch gelesen. Ja, Warris ist in Somalia aufgewachsen, mitten in der Wüste mit ihrer Familie. Also sie führt ein Nomadenleben. Bis zu ihrem 13. Lebensjahr war sie dann auch dort. Sie erzählt uns im ersten Teil des Buchs, oder so die Hälfte des Buchs, sehr viel über ihr Leben in Afrika, was ich sehr schön finde, weil ich der Meinung bin, dass das ein bisschen zu kurz kommt im Film. Und ja, sie erzählt uns, wie ihre Familie lebt, wie das eben dort auch so alles ist in ihrer Gesellschaft. Also sie soll dann mit 13 Jahren verheiratet werden an einen ziemlich alten Mann. Und das ist für sie ein Grund abzuhauen. Sie möchte das nicht, sie möchte was aus ihrem Leben machen. Sie ist der Meinung, dass es mehr in ihrem Leben geben sollte als Hochzeit, Kinder kriegen und dann die Familie eben irgendwie großziehen oder die Kinder großziehen, die Familie am Leben halten. Und ja, sie ist der Meinung, dass es in ihrem Leben mehr geben sollte. Deswegen haut sie dann eben auch ab. Und ja, wir erleben ihre Flucht von ihrer Familie. Flucht kann man es jetzt nicht nennen, aber na, sie ist halt abgehauen. Ne? Sie möchte nach Mogadischu zu ihrer Schwester? Tante? Auf jeden Fall will sie nach Mogadischu und macht zwischendurch aber bei ihrem Onkel Halt. Sie macht aber dort genau dasselbe, was sie auch schon bei ihrer Familie gemacht hat. Sie kümmert sich um die Kinder, sie kümmert sich um den Haushalt und sie ist die ganze Zeit am Arbeiten. Deswegen ja, macht sie sich dann weiter auf den Weg, diesmal wirklich nach Mogadischu, wo ihre Schwester lebt. Also ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt, weil ich hatte gerade noch mal vorhin in das Buch reingeguckt. Ich glaube, sie wollte zu ihrer Tante, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie bei ihrer Schwester gelandet ist. Vielleicht war das auch nur eine Zwischenstation. Naja, auf jeden Fall ja, ändert sich aber dort auch nichts in ihrem Leben, bis sie erfährt, dass ihr Onkel, aber ein anderer Onkel als der, wo sie vorher war, nach London gehen soll als Botschafter. Und ja, der sucht noch ein Hausmädchen und sie bietet sich sofort an, mitzugehen. Erst wird ihr gesagt, nein, du machst es auf keinen Fall, du bleibst hier in Afrika. Aber sie darf dann doch mitgehen, landet in London, macht dort aber ebenfalls genau dasselbe wie vorher. Sie arbeitet Tag und Nacht für die Familie, wo sie dann dort ist, bei ihren Verwandten. Sie kümmert sich um die Kinder, sie macht den Haushalt, sie geht einkaufen, sie bringt die Kinder zur Schule und kocht. Also eigentlich hat sich nichts in ihrem Leben geändert. Bis zu dem Tag, als der Botschafter dann, der war nur für 3 oder 4 Jahre dort, oder 2 oder 3 Jahre, engagiert. Sie beschließt, in London zu bleiben, als die Familie dann wieder zurück nach Afrika geht. Das ist natürlich ein großer Schritt für sie, weil sie steht mit nichts dort, ganz einfach. Genauso wie es damals war, als sie abgehauen ist von ihrer Familie. Sie hatte nichts mit, weder Essen noch Wechselkleidung, irgendwas. Nichts hatte sie dabei. Genauso ist es in London. Und ja, sie ja, findet dann tatsächlich einen Weg, irgendwo unterzukommen. Und ja, auch ihr eigenes Geld zu verdienen. Sie arbeitet in einer McDonald's-Filiale und ja, macht dort eben sauber, verdient damit ein bisschen von ihr, ja, ganz einfach ein bisschen Geld. Es ist nicht wirklich viel. Sie arbeitet eigentlich darauf hin, mehr Geld zu scheffeln, damit sie ihrer Mutter ein Haus kaufen kann, damit sie nicht mehr als Nomadenfrau leben muss, ganz einfach. Sie möchte, dass ihre Mutter einen festen Wohnsitz hat und sich ein bisschen zurücklehnen kann, jetzt so an ihrem Lebensabend.
darauf arbeitet Boris hin. Und ja, deswegen legt sie immer ein bisschen Geld zurück. Sie hatte, als sie noch die Kinder weggebracht hat in die Schule, also sie hat immer ein Mädchen, hat sie auf jeden Fall immer zur Schule gebracht und abgeholt. Da hatte sie einen Mann sozusagen kennengelernt. Nicht so richtig, weil sie schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht hat bisher in ihrem Leben. Und sie möchte sich mit dem Mann einfach nicht unterhalten. Also sie blockt immer ab, wenn er sie anspricht. Aber er hat ihr damals eine Karte mitgegeben, eine Visitenkarte. Und ja, irgendwann entschließt sich Boris tatsächlich, dort einfach mal anzurufen, mit Hilfe einer Freundin, die dann auch sagt, ich komme gerne mit dorthin, ne? Nicht, dass das irgendjemand Böses ist. Und ja, dort wird sie dann eben entdeckt von diesem Fotografen und beginnt eine Modelkarriere. Ganz einfach. Das ist so das, worum es geht, in beidem, im Film und im Buch. Und hauptsächlich geht es dann auch noch um die Beschneidung von Boris, die sie als Kind durchmachen musste, die auch ihr weiteres Leben bestimmt hat, also gesundheitliche Probleme. Und ja, Boris ist dann später Botschafterin geworden, Selbstbotschafterin geworden und macht es bis heute, setzt sich dafür ein, dass die Kinder in Afrika nicht mehr beschnitten werden, die Mädchen. Ja, es ist dort Brauch und ich denke, das wisst ihr auch, es ist dort Brauch und ja, ein Mädchen gilt als unrein, wenn es nicht beschnitten ist in Afrika. Ein unbeschnittenes Mädchen kann nicht verheiratet werden. Es ist alles ziemlich schwierig, ein sehr schwieriges Thema. Auch für mich ist es sehr schwierig, darüber zu reden, muss ich sagen. Was auch einer der Gründe, warum ich mir überlegt habe, ob ich es wirklich vorstellen will oder nicht. Aber ich denke, es ist auch ein wichtiges Thema. Ich denke, es ist wichtig, darüber zu reden, ganz einfach. Ich kriege auch mal Phantomschmerzen, wenn ich drüber rede, ganz einfach. So, ich stelle mir das sehr, sehr schmerzhaft vor, was es natürlich auch ist, was wir auch in dem Buch erfahren, dass es auch wirklich so ist. Und ja, ist ganz, ganz schlimm. Ja, wie gesagt, in dem Buch ist der Fokus dann eher so auf ihr Leben in Afrika gelegt, was im Buch ein bisschen kürzer, immer nur so zwischendurch erzählt wurde. Der Film, der beginnt in London und das Buch beginnt eben ganz am Anfang ihrer Geschichte, ganz einfach. Es sind auch ein paar Stationen, die für den Film verändert wurden, also was ich auch nicht ganz nachvollziehen kann, wieso man das gemacht hat, aber naja, zum Beispiel, dass sie den Fotografen bei McDonald's kennenlernt, als sie dort putzt, das ist aber überhaupt nicht so, sondern sie hat ihn vorher kennengelernt, als sie noch bei der anderen Familie gelebt hat. Und im Film wird es auch so dargestellt, als wäre sie nie rausgekommen, als sie dort in London war, sondern erst an dem Tag, als die Familie dann abhaut und sie alleine da steht, kommt sie zum ersten Mal raus und kann die Sprache nicht, kann gar nichts weiter, weiß nicht, was sie machen soll. Kommt dann bei irgendeiner Dame unter, die in einem Modegeschäft arbeitet, was in dem Buch überhaupt nicht so ist. Also, naja, man muss das halt verändern, damit der Film irgendwie spannender ist oder so, ich weiß es nicht. Naja, also, ich finde auf jeden Fall beides sehr interessant, muss ich sagen. Also der Film hat mir auch sehr gut gefallen. Das Buch fand ich wunderbar geschrieben, also ich kam sehr schnell durch. Es ließ sich ja sehr flüssig lesen und ja, ich bin da einfach durchgeflogen. Auch wenn Boris jetzt nicht so... Sie ist vom Charakter her sehr, sehr anders als ich. Sehr viel dickköpfiger und sturer und impulsiver, ich weiß auch, ich bin eigentlich auch impulsiv und stur, aber nicht so wie sie. Es ist halt ein bisschen anders gewesen als ich. Ja, ich fand es trotzdem sehr interessant, auch ihren Einstieg in die Modewelt fand ich sehr interessant. Und ja, wie sie sich dann das erste Mal verliebt hat in ihrem Leben. Es war alles sehr interessant und was sie so alles auf ihrem Weg erlebt, ganz einfach. Es ist auf jeden Fall ein Blick wert, sowohl das Buch als auch der Film. Der kam auch, glaube ich, letztens im Fernsehen. Ich hatte da irgendwie was gesehen. Ich gucke ja kaum Fernsehen, aber ich glaube, ich hatte die Vorschau irgendwie gesehen mal. Ja, ich gucke eigentlich nur Fernsehen beim Mittagessen und ansonsten gar nicht. Also eine halbe Stunde am Tag höchstens, wenn überhaupt. Und ansonsten, wie gesagt, eigentlich gar nicht. Da hatte ich aber, glaube ich, festgestellt, dass das irgendwo lief. Ich weiß gar nicht wo. Auf jeden Fall kam der Film letztens erst. Ja. Aber ich hatte ihn, wie gesagt, vorher schon gehabt und so sieht's aus. Ich habe nicht bereut, dass ich es gelesen habe. Meine Zweifel waren auch nicht berechtigt. Also ich habe mich nicht unwohl gefühlt, als ich das Buch gelesen habe.
Und es ist schon sehr berührend, ihre Geschichte. Es ist immer wieder berührend, solche Geschichten zu lesen. Deswegen mache ich das auch und deswegen stelle ich es auch vor. Das Buch ist rausgekommen im Verlag Knauer, Drömer Knauer. Der Originaltitel war Desert Flower und kam 1998 raus. Das Buch hier ist von 2001. Und es hat insgesamt 348 Seiten. Klingt relativ viel, es geht aber sehr schnell, muss ich sagen. Es ist auch ziemlich große Schrift, wenn man hier so mal reinguckt. Also es war eine leichte Lektüre, fand ich. Doch war sehr schön, hat mir gut gefallen. Und es war eben, wie gesagt, ein Bibliotheksexemplar, deswegen ist da auch noch Stadtbibliothek Bonn drin. Ich musste es kleben. Das sieht man jetzt nicht, aber ich musste es vorne und hinten kleben, damit es mir nicht auseinandergefallen ist, weil es doch schon ein sehr lediertes Exemplar ist. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber hier unten sind Knicke drin und so. Es ist ein ausgesondertes Exemplar, also ist das logisch. Es hat auch Leserillen und so. Ne, fand ich aber sehr schön. Es hat mal 16 D-Mark gekostet. Hier unten steht sogar 8 Euro da. Drömerweltbild.de. Alles klar. Ja, war ein sehr berührendes Buch. Ich fand es wirklich sehr schön, muss ich sagen. Also, es war eine gute Ergänzung zum Film einfach, ne? Das ist ja meistens so bei Büchern. Also, dass wir hier eben so viel über ihr Leben in Afrika erfahren, hat mir sehr gut gefallen. Und dass wir auch einfach erfahren, wie es wirklich war. Weil der Film, da weicht natürlich ein bisschen von ihrer Geschichte dann ab. Und doch fand ich sehr schön, hat mir gut gefallen. Genau. Dann würde ich sagen, das war's jetzt schon von meiner Seite. Vielleicht werft ihr auch mal einen Blick rein oder vielleicht habt ihr den Film gesehen. Dann sagt mir, wie ihr ihn fandet. Und ja, dann sehen wir uns dann hoffentlich nächste Woche bei der nächsten Buchvorstellung. Bis dann.